Also Leute, Fußball ganz groß, natürlich auch im Nageldesign. Und deshalb habe ich mir heute mal überlegt, damit Deutschland auch wirklich gewinnt, dass ich heute mal die deutsche Fahne auf die Fingernägel bringe. Und ich denke, es ist interessant für euch auch mal zuzugucken, damit ihr seht, wie das so funktioniert. Weil wir fangen nämlich nicht an, wie die meisten Leute denken, mit den drei Farben, Schwarz, Rot, Gold, sondern als allererstes wird die Maske für die Fahne gemacht. Eine einfache Schwarz-Rot-Gold-Querbemalung, sowas mag ich nicht. Es muss schon eine richtige Fahne sein. Und deshalb, Thomas, du kannst ruhig nah ranzoomen, damit man auch sieht, wie die Fahne erstellt wird. So, das ist die Maske. Und diese Maske, die muss jetzt ein wenig trocknen. Und wenn die trocken ist, haben wir hier die Farben Schwarz, Rot, Gold. Die werden dann allerdings mit einem Pinsel aufgetragen. Werden aufgemacht und dann suche ich den Pinsel raus. Einen schönen kleinen. Na, muss ich den noch nicht hier liegen? Den. Nicht, der ist zu lang. Okay. Einmal hoch machen, da, der ist besser, jawohl. Der ist schön spitz und mit diesem spitzen Pinsel kann man wunderbar diese ganz kleinen, feinen Linien ziehen. So, und dann fangen wir an mit dem Schwarz. Ein bisschen. So. Damit wird jetzt die obere schön ausgefüllt. Ja. Dazwischen den Pinsel immer schön sauber machen, sonst verschmiert das alles. Und rot. Wenn die dann nicht gewinnen, bin ich echt sauer, wo ich mir so viel Mühe gegeben habe. So. Schön sauber machen. Und Gold. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr das nachmacht, dass ihr kein zu helles Gold nehmt. Das sieht dann so gelblich aus und ist wirklich nicht schön. Schönes, kräftiges Gold. So, das kann man jetzt schon deutlich sehen, wenn allerdings da noch eine Versiegelung drüber kommt, dann sieht es noch besser aus. So, hier sprühe ich jetzt einmal Schnelltrockner drauf.
So. Und dann kommt ein Versiegelungslack drüber, der das Ganze dann glänzend hält. Sieht dann fast aus wie nass und ist gleichzeitig wunderbarer Schutz, dass es nicht abgeht. So. Ja. So, fertig. Und wenn euch dieser kurze Video gefallen hat, dann schaltet wieder ein, abonniert mich und vor allen Dingen bin ich ganz gespannt auf eure Kommentare.